Gut, dann fortsetzen. Fortsetzen. Gut, So, ich Public habe jetzt. Notice. Jo. Kleine Info, ich habe bei mir jetzt ein bisschen heller gestellt wegen Rückfragen aus dem Chat. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ist das Spiel auf einmal so hell? Vielleicht ist es ja auch auf YouTube nicht so hell. Im Stream ist es allerdings relativ dunkel dann doch für einige. Deswegen ist es jetzt ein bisschen heller. Ich Aber ich glaube, es liegt wirklich an meinem Monitor einfach, dass ich glaub, er richtig hell ist. wir müssen, glaube ich, hier lang gehen. Also hier links. Ja. Ich höre gerade von hinten irgendwelche. Wo kommt das? Stimmen. Ja. Weiß nicht. Nebel kommt auf jeden Fall uns hinterher. Das finde ich schon etwas nicht geil. Da ist ein Rabe. Oder eine Krähe. Ja. Oh, wir müssen drumherum. Ja. Willst du Brot? Ja, ja, flieg weg. Ja, komm, geh da mal vor, ne? Ja, ja. Warte das mal. Hey. Sieh mal. Ein Reifen. Ich brauche gerade den hier wieder. Das kann nicht sein. Wie, was kann nicht sein? Ich kenne dieses Muster. Ach so. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Okay. Wie siehst du, woher soll er das denn sehen? Alles gut. Nichts ist gut. Sieh doch mal. Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt. Ja, mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Okay. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Ich glaub dir ja. Als ob. Aber was heißt das? Bringt ja nichts gegeneinander zu spielen. Danke für das Feedback übrigens. Fick dich, Stadt! Hey, was? Hey, schau mich an. Ja, schau fick mich Stadt. An. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Bin aufgewühlt. Hi. Moin. Ja. Moin. Not my doing. You must help me. Oh, die reden Englisch. Please help me before it is too late. Bitte helf mir, bevor es zu spät ist. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen, okay, ich übersetze es nicht. I have no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. I pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. Und das war's. Das war's. Wir haben den Tod losgetreten. Aber es ist egal, in welcher Dimension oder in welcher Zeitepoche das junge Mädel, das kleine Mädel bringt immer alle um. Ja. Das ist immer das, was immer gleich ist. Diese Frau von eben, das war ich. Hey. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Ja, genau. Danke. Schön, dass du hier bist. Okay. Vielleicht ist es. Und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Vielleicht ist es dasselbe Mädchen. Wie, was, wie meinst du dasselbe Mädchen? In jeder Zeit ist es vielleicht dasselbe Mädchen. Ja, das ja, so das meinte ich damit. Ne? Ja, es ist immer, ja. Das ist immer das Mädchen, was immer alle umbringt. Also, das genau. Wollte ich damit sagen, dass das die Verbindung ist zwischen allen. Weil, guck mal, ja. das kleine Mädchen, was wir, also das, was wir jetzt in der Gegenwart sehen, das ja. versucht uns wahrscheinlich auch hier umzubringen, was sie ja, ja. schon geschafft hat. Teilweise. Genau, ja. Ja. Ja, also sie macht das irgendwie in jeder Zeit. Aber warum? Warum gerade immer wir? Und warum immer dieses Mädchen? Ja. Das ist eben die Frage, die ich mir jetzt noch gerade stelle. Hey, hier drüben. Hey, da kommt sie. Oh, hi. Köpfe. Ich fühle mich verfolgt. Na ach. Wir werden verfolgt. Hey. Und da kommt die Gehängte. Oh, verdammt nochmal. Da kommt die Gehängte. Wir sterben immer durch unseren eigenen Vorgänger sozusagen. Ja, genau. Oder beziehungsweise werden wir angegriffen von uns. Was machen wir? Weiß ich nicht. Los, schnell! Oh nein. Oh.
Das sieht aber auch fies aus. Einladen. Wieso kriege ich Minuspunkte, wenn ich selber weglaufen will? Soll ich warten oder wie? Na klar. Scheiße. Boah, ist er schnell. Ist halt ein Geist. Ja. Ein fieser, böser Geist. Oh. Wie die Zehen sich schleifen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wie die Zehen sich schleifen. Bah. Ekelhaft. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Los, weiter, schnell! Tja, tschüss, Mutti. Bah, da bist du nicht so verkackt. Ich war bestimmt mal Ballerina, genau, das ist eine gute These. Das kann sein, ja. Hörst du das? Prima Ballerina. Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Moin! Oh, was? Schnell zur Kirche! Lauf! Die kommt hier immer noch hinterher geschlichen. Oh. Dieses Schleifen. Von den Nägeln. Oh, Vision. Vision vielleicht. Obwohl. Hey, what the fuck? Fliehen war. Scheiße. Na, ich weiß nicht, ob das. Na, das war. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. In der Kirche, toll. Fühle ich mich auch nicht unbedingt sicher. Komm schon. Ich dachte schon, mit mir sei es aus. Du kannst ihn wahrscheinlich retten oder so, ne? Versuchen. Du lebst. Ja. Ich hätte dich nie sterben lassen. Ich hatte die Wahl zwischen fliehen und ihm helfen. Der steht vor der Tür, ne? Nein, lass ihn los! Jetzt nicht mehr. Ich glaubte, dich niemals wieder zu erwecken. Tabitha. Sie ist aus. Okay. Ich bin gerade an der Eingangstür. Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Diese Frage bewegt auch mich. Etwas geschieht, das uns alle verändert. Selbst Moment, Mary, Moment. Ja, wir sind, glaube ich, gerade getan. Das herzige Geschöpf zu sein, das ich stets liebte. Gleichwohl ist sie verändert. Sie trägt eine namenlose Bösheit in sich. Vergib mir, Gott. Denn mein Herz sehnt sich nach Tabitha, nicht Mary. Selbst im Tode wirkt ihr Zauber noch. Mary. Ihr Geist hält dich umklammert und blendet dich noch immer. Du verdrehst mir das Wort im Mund. Unsere Schwester lebt. Sie steht neben mir. Ich weiß, dass du sie siehst. Hier ist kein Teufel. Es ist Davids Kummer, der ihn verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Ich spreche die Wahrheit. Judge Wyman entscheidet, wer hier die Wahrheit spricht. David wird dir kein Leid zufügen. Du hast mein Wort. Ich bin keine Gefahr für sie. Niemals könnte ich meiner Mary ein Leid antun. Hey, Moment! Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Mhm. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir ja sicher? Gibt es andere Eingänge? Ich fühle mich hier drin nicht sicherer als da draußen. Als euer Prof.
habe ich die Pflicht, euch zu beschützen. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Ja, lauf dir doch nicht ständig hinterher. Oh ja. Aber ich meine, da ist halt auch was dran, ne? Wenn wir die stoppen können. Ja. Aber es soll nicht so sein, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, da kommt noch der richtige Brainfuck kommt erst noch. Ja. Kleine? Bist du da? Aha. Gar nicht gut. Moin. Toll, jetzt ist er dran. Okay. Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen für alle. Sprich dein Gebet. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Nein! Ich habe A zu spät gedrückt. Das habe ich gesehen. Und das war ja schon mal ein Tod. Ja. Auch immer in der Anfangssequenz. Obwohl, nee, das war nicht die Vision. Am Anfang ist er ja vom Dach gefallen. Ja, hier im Prinzip ja auch, nur halt vom Turm. Ja, genau. Aber auf die gleiche Art und Weise. Mist, ich habe A zu spät gedrückt. Manchmal sind die Quicktime-Events aber so schnell. Oh ja. Ich hätte ihn festhalten sollen. Ich bin schuld. Ja, vielleicht gleich zwei Tote. Wenn wir ihn jetzt noch nicht retten. Konnte nichts tun. Ich bin The Taylor. Jo. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ja, als ob. Ich hab's auch fertig gemacht. Wir leben noch. Sein Tod war sinnlos. Ich wollte dem vor der Tür helfen. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Mir wird es nicht wie Angela ergehen. Niemals. Und Taylor haben wir auch gerettet. Oder auch nicht. Los! Ja, das ist die alte Taylor, die verrottete Taylor. Mhm. Na gut, wir hätten natürlich auch mit selber mit drauf gehen können, da stimmt natürlich Scarface. Achso. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Jetzt müsste ja sein Pendant jetzt eigentlich auch kommen, der Tote. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster Ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Man trifft die Entscheidung, Cookie. Okay.
Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, was sollen wir auch draußen, also? Ja. Naja gut, wir können natürlich auch weglaufen. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Wir sterben so oder so. Finde einen Weg, ja, einen Weg hinaus. Ich hab eben mit dem vor der Tür noch versucht zu diskutieren, ne? Irgendwie so ein bisschen, ja, einfach mit dem zu diskutieren. Das Ding kam immer näher und am Ende muss ich einfach versuchen, das zu beenden. Das sind mehrere. Aber der, das holt den, glaube ich, nicht. Hört mal. Der sieht sie auch nicht. Es folgt unseren Bewegungen. Und wir müssen leise sein. Der Tod kommt uns holen. So, Pastoren okay. von Little Hope. Okay, das sind die ganzen Pastoren von Little Hope, wie gesagt, den ganzen Namen hier. Kann ich mit? Der letzte war 1968. 1973 bis 1979. Der erste war unleserlich 1658 bis 1677. Lazarus Burgess. Von Fan Edmund Sterry. Da gibt es auch keinen Hintergrund. Wenn dich jemand holt, dann nur dich. Oh ja. Da bin ich mal gespannt. Ich will mal gerade schauen. Ich glaube, ich habe... Moment. Name ausgekratzt. Was steht da? Das sind die Pastoren, wie gesagt. Jimin Carver steht da. Oder Simon, wahrscheinlich ist es ein altes S. Carver. Ist bis 92 gewesen. Den Namen haben wir schon mal gehört. Und da unten ist auch wieder ein Carver. 1973 bis 79. Das heißt, das muss mein Vorfahr gewesen sein, der hier schon mal war, zu der Zeit der Hexenverbrennung. Ja. Okay. Hier ist eine Tür, ne? Ja, Sekunde, liegt noch ein Blatt Papier, das wollte ich mal angucken. So, was ist das denn? Da ist gar nichts. Das muss dieser Kerl sein. Oha, was zum Lesen. Dieser Prediger. Prediger. So, Pfarrei Rundschreiben, Oktober 1971. Die Diözese Pleasant River, keine Ahnung. In letzter Zeit haben Eltern ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Kinder im Teenageralter durch Musiktexte unschuldig wirkende Ouija-Bretter oder Filme, die den Satanismus verherrlichen, vom Okkulten verführt werden. Little Hope leidet nicht zum... Stopp. Da sieht man sich um und dann passiert sowas. Okay, toll, jetzt bist du einfach hier. So, der ist passiert irgendwas? Och, moin, das habe ich jetzt gesehen. Daran wird er wahrscheinlich gleich sterben, logischerweise. Ja. Das hatte ich in der Vision gesehen, du ja dann wahrscheinlich auch. Das ist seine Leiche jetzt. Das habe ich nicht in der Vision gesehen, das ist nur diese Stange. Aber nicht in der Kirche. Ja, nun eher nicht, aber dass er die Stange abkriegt unter Umständen. Okay, genau, das habe ich auch gesehen. Und mal gucken, ob ich das wieder verkacken muss. Ich glaube, wenn du rumläufst, wenn du vorliest, darfst du nicht rumlaufen. Das glaube ich auch. Da sollten wir uns zurückhalten. Aber ich habe hier irgendwie. Moment, ich muss mal kurz mal. Moment. Schnell stellen, fliehen. Ich versuche ihn mal zu. Nein, ich versuche ihn zu retten. Das ist sowieso ein Widerspruch in sich. Ich habe hier gerade irgendwie. Sieht aus wie ein Spielfehler, ne? Ich glaube, ich habe einen Spielfehler. Ja, Moment. Okay. Ich habe gerade, hier passieren gerade Sachen. Ich habe gerade Quicktime-Event, deswegen muss ich mich so ein bisschen konzentrieren drauf. Ich fäll mal gerade um. Ich glaube, ich hab's. Okay, ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Famous, ja. Was, jetzt passiert hier noch was? Nicht gut. Nicht gut. Wo bist du? Taylor,
schon! Sag doch was! Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was jetzt? Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Nach. Gott sei Dank, ich hatte gerade einen Spielfehler, das sah, ich hatte keinen Nebel, nichts, kaum Effekte, null. Kurze Pause. Okay, aber mir war alles gut eigentlich soweit. Nicht stehen bleiben. Gut, den haben wir jetzt auch erstmal theoretisch gerettet. Theoretisch. Er braucht eine Pause. Ja. Jetzt hat's nur Angela getroffen. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Die anderen beiden sind auch bald dran. Seht doch nichts. Ich sag dir doch, zusammenbleiben. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Genau. Ganz entspannt. Weil wir draußen noch so sicher sind. Ja. Ja. Natürlich. Was ist jetzt los? Ah. Eingepennt. Und alle sind weg. Du schläfst? Noch nicht. Ja. Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Oh, Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Er soll auch kommen. Sieht ganz so aus. Der Beste, vielleicht Einzige. Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Das ist das Gleiche, du Spacken. Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm, wenn ich Mary höre oder lese, ne? Wir müssen dieses Kind stoppen. Aber wie? Vielleicht ist sie nicht mal echt. Denkst du, sie hört auf? Hey, Kleine, lässt du uns bitte in Frieden? Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. Stimmt. Wenn wir sie stoppen, endet der Albtraum. Falls sie nochmal auftaucht. Vielleicht. Hier ist doch nichts sicher. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Alles gut? Meine Augen haben kurz so gebrannt. Ist schon wieder weg. Was denn nun? Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Runter. In Deckung. Es kommt direkt auf uns zu. Oh, oh. Jetzt wieder, ne? Das war, glaube ich, jetzt... Genau, das war das mit Taylor, glaube ich. Dass die hinter dem Stein sich verieselt. Ja, wir müssen jetzt bestimmt auch Aufbase mit Herzschlag oder so. Kommt bestimmt was. Das kann sein. Oh, Angie. Angela. Ich hab doch gesagt, die ist nicht tot. Vorsicht, Kleiner. Warum mich das wundert. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst... Fort, wie zur Hölle hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Hey, ich sehe da gar keinen. Also die Crew ist wieder vereint. Hä? Nee, du siehst ja keinen. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Da stand kein bei mir keiner. Naja. Heavy. War Teamarbeit. Aber einfach nur Aufnahme in den Wald oder so. Ist dich wegzubringen, unsere Priorität. Los geht's. Also Angie stand bei dir da nicht, oder? Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Ja, die letzte, vor dir geredet hat. Gejagt hat, war der Horror. Das
Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Oh, jetzt schau mal, was ich hier habe. Ich gebe sie dir gern zurück. Schön, dass du lebst und sie tragen kannst. Danke. Ein echter Gentleman. Hm. Ist wie noch putzen können. Ein Glas ist kaputt. Ja. Wenn ich das andere auch zerbreche, muss ich das hier nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft, aber der Gedanke gefällt mir. Gute Nacht, Muffy. Schlaf gut, Muffy. Hört ihr das? War schön, dass du da warst. Hab ich. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Und die Ketten. Okay. Kennst du, wir sind jetzt wieder am Laufen, ne? Das lädt bei mir noch kurz irgendwie. Ah ja. Ah nee. Ich helfe dir runter. Jo, moin! Oh Gott. Quick Time Event Time. Eventuell. Können die nicht mal Ruhe geben? Andrew, hey! So. Ich bin Daniel. Ich weiß noch nicht, wer ich bin. Quick Time Event? Oh nein. Ich bin Andrew. Ich klick dich mal weg. Daniel? Taylor? Okay, wir scheinen ja alleine zu sein. Scarf, hast gute Nacht, schlaf gut. Und Muffy, dir auch mal eine gute Nacht. Hey! Wo seid ihr, verdammt? Daniel, bist du's? Nebel, schlecht, doof, nervig. Passiert jetzt was? Ich glaube, das war gerade so ein kleiner Ladefehler. Okay, das ist nicht gut. Oh, wir müssen... Nein, wir müssen uns entscheiden. Oh, das ist aber unfair. Nein! Hab mein Messer! Greif rein! So, jetzt zu Taylor rüber. Los, rüber zu Taylor. Helf Taylor. Taylor. Der hängt fest. Zu Taylor jetzt. Komm. Ihr habt Zeit. Ab zu Taylor. Komm, rüber zu Taylor. Schneide mit dem Messer die Zunge ab da. Los, komm. Ii. Moin. Hinterlistig. Okay. Scheiße. Wie konntest du? Wir müssen los, jetzt! Scheiße. Daniel, wirklich. Ich weiß, wie viel Taylor dir bedeutet hat. Uns allen. Aber wir müssen jetzt weiter.
Wir müssen weg, jetzt gleich! Eieiei. So, Dankeschön nochmal für den Follow. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und Taylor ist die einzige verlorene Seele bisher. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel, echt gemein ist, was da kommt.